Ja, das ist echt wunderbar. Eins geht noch, ne? Die Ulrike Kieferstein ist bei uns und vielen Dank, dass auch du mitmachst beim Kreativmarathon. Und die erste Frage ist immer, wie bist du denn dazu gekommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden, liebe Ulrike? Ja, erstmal herzlichen Dank. Wie bin ich da rangekommen? Ich kenne die Petra aus einer anderen Gruppe, wo wir zusammen drin sind. Und ich habe so ein bisschen verfolgt, was sie macht. Und es hat mich einfach immer schon fasziniert. Auch das, und zwar das Bild in ihrem Hintergrund, wo sie auch Werte drin stehen hat und dann ähnlich wie du, fast noch farbintensiver. Und das ist mir so vor Augen. Und als sie dann dieses Projekt ins Leben rief und ich auf die Seite von Kunst am Zaun gegangen bin, war ich sofort fasziniert, A, von der Idee, plus das, was Kunst am Zaun eh schon die ganzen Jahre macht und besonders aus der Zeit heraus, wo durch Corona den Künstlern wirklich alles unter den Füßen weggezogen wurde. Und das ging mir damals beruflich auch so. Ich habe mich dann andersweitig orientiert und auf die Beine gestellt, weil ich schon seit über Jahren Ausbildungen und Fortbildungen in Coaching habe und therapeutische Heilpraxis. Und habe gedacht, du willst keine psychologische Praxis haben, sondern du willst den Menschen, die jeder hat ein Problem und ein Problem gilt es einfach zu lösen. Fertig. Und da kann ich helfen zu lösen. Und ich dachte, das machst du jetzt halt eben beruflich und damit kommst du auch irgendwie zurecht. Und das hat mir ganz, ganz viele Toren und Türen geöffnet. Und so bin ich halt eben auch mit Kunst, was mich eigentlich schon seit Kindesbeinen auf an begeistert. Und ich bin auch überall drin. Und wenn du mal so einen kleinen Schwenk hier in unserer Wohnung machst, in diesem Wohnzimmer hängen jede Menge Künstler aus meinem Bekanntenkreis, die sich irgendwann mal, von denen ich irgendwann mal ein Bild bekommen habe. Und das hat mich dann bewegt in der Zeit. Und ich bin bei der My Life Akademie und habe dort im Kreativteam mit einer kleinen Gruppe ein Dankbarkeitsbuch in einer Zeit, wo man eigentlich für nichts danken konnte, weil Corona wirklich alles vernichtet hat, mir aber sofort klar wurde, dass Dankbarkeit das Einzige ist, was jetzt erstmal hilft und uns über all die Nöte hinweg tröstet. Und dieses kleine Team von 5 Leuten, wir haben also alle unsere Wünsche, die wir von einem oder an ein Dankbarkeitsbuch haben. Viele haben von uns schon in der Kinderzeit angefangen, Tagebücher zu schreiben. Viele haben dann aufgehört. In der jetzigen Zeit und besonders in der Corona-Zeit hat es dann wieder angefangen, dass man sich irgendwie mit seinen Gefühlen beschäftigen musste und hat angefangen, Tagebücher oder Dankbarkeitsbücher zu schreiben. Und wir haben also in 2 Jahren wirklich intensivste Arbeit, dieses Buch nach unseren Vorstellungen, nach unseren Wünschen, nach dem, was ein Kunde oder ein Schreiber, ein Dankbarkeitsbuchschreiber haben möchte, wie wir es gerne hätten, alles hineingebracht. Deshalb haben wir auch wirklich 2 Jahre daran gearbeitet. Und es ist ein ganz fantastisches Buch entstanden mit ganz vielen Seiten, die auch künstlerisch gestaltet sind, von Mandalas angefangen über die Farben aller Chakren, inklusive vieler Hinweise und Inputs und für jeden Tag eine Anleitung hin zu einem Veränderungsprozess in eine tiefe, dankbare innere Haltung zu kommen. Das hört sich wunderbar an. Das motiviert mich auch zu fragen, so kann ich das auch mal sehen, ne? Weil das also von dem, wie du es erzählst, ist das so wirklich so richtiges Herzensprojekt. Und das klingt richtig, richtig schön. Und auch dieses Cover ist sehr schön, weil es eben so von innen heraus glitzert, ne? Also Ganz richtig. genau. Und heute scheint die Sonne nicht, aber es leuchtet richtig. Wenn das Tageslicht drauf scheint, es ist aus der inneren Mitte diese Kraftgebung
aus der inneren Mitte heraus nach außen geben zu können. Also erstmal bei sich zu sein, auf seine eigene Herzenshaltung hin zu arbeiten, um aus dieser Kraft dann herauszukommen. Und wir haben auch goldene Saiten eingebaut, die so besondere, alle paar Wochen kann man hier so eine Zusammenfassung machen und mal reflektieren, was in den letzten Monaten gewesen ist. Man kann sich Wünsche und Ziele eintragen, um auch in ein paar Jahren nochmal zu gucken, was war denn in dem Jahr? Ja. Was hat mich denn in der Zeit bewegt? Und dann weiß man gar nicht mehr, ich bin heute ganz anders, ich habe mich verändert aufgrund dieses Prozesses. Das ist ja stark. Wir haben eine Künstlerin dabei, die diese Chakren alle gemalt hat, die wir mit reingenommen haben. Eine andere Künstlerin hat uns Mandalas gemalt, hier zum Beispiel zu einem Vergebungsritual. Sehr schön. Es sind unten QR-Codes eingearbeitet, auf die man auf Musik, meditative Musik zurückgreifen kann. Und das Buch selber beginnt damit zu erzählen, wie es dazu gekommen ist zu dem Buch, was es dem Schreiber sagen möchte, was dieses Buch an Veränderung hervorbringen kann. Und wir sind so dankbar, A, dass es guten Anklang findet und B, dass wir die ganzen Herausforderungen, die damit zusammen gestanden haben, dass wir die gemeistert haben und dass der Leiter der My Life Akademie, Ulrich Lang, es wirklich auch auf einem richtig guten Weg gebracht hat. Und das ist im Grunde hier auch Kunst. Und diese Kunst, definitiv. Und dieses Buch werde ich halt eben unter anderem mit in den Marathon hineingeben und auch spenden. Also wir werden bestimmt im Laufe des Jahres noch die ein oder andere Verlosung machen. Und da wird dieses Buch auch eine Rolle spielen. Das finde ich großartig. Ich habe auch gehört, dass du als Sponsorin dabei bist. Vielleicht magst du uns da mal kurz erzählen, wie es da dazu kam, dass du gleich gesagt hast, ja, helfe ich auf jeden Fall. Das war ja, als ich die Petra gesehen habe und dieses fantastische Bild und dann, wie sie diese Aktion gestartet hat, dass ich sofort gesagt habe, Petra, da bin ich dabei. Ich unterstütze das. Ich spüre diese Herzenswärme bei dir fürs Ahrtal oder auch für das Hospiz oder einfach für notleidende Menschen. Und wenn man das mit einem Betrag in dieser Form mit unterstützen kann, ist das einfach eine total tolle Sache. Denn ich wohne 100 Kilometer weg von der A. Ich kann nicht immer dahin gehen und da direkt vor Ort helfen. Ich kann hinfahren und mal ein Wochenende was machen. Ja, aber dann bin ich wieder weg. Ich kann auch nicht in die Ukraine fahren und da direkt vor Ort helfen. Aber es hat jeder in irgendeiner Form die Möglichkeit, etwas zu tun, wo er unterstützen kann, wo er oder sie unterstützen kann. Können. Und das möchte ich einfach nicht nur mit meinem Beitrag, sondern auch mit einer ganzen Unterstützung, wo es halt eben mit meinen Fähigkeiten möglich ist, das wirklich mit auf den Weg zu bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Marathonstrecke von 40 Kilometer und 192 Kilometern, dass wir die zusammenbekommen. Und mir kommen auch direkt schon so Ideen. Petra hat ja auch schon so diese Ideen, dass wir das auch mehr und mehr in Live-Sessions regional mit begleiten. Ja, das finde ich auch eine ganz wundervolle Idee. Ich habe auch gerade noch den Hinweis bekommen, dass wir
mit dem Geld, was wir von den Sponsoren und Sponsorinnen bekommen, dass wir da tatsächlich auch den Künstlerinnen im Ahrtal, ja, dass wir denen wirklich auch die Möglichkeit geben können, dass sie mitmachen können, sodass wir nicht nur von unserer Seite her quasi dieses, was wir helfen, sondern dass wir denen auch die Möglichkeit geben können, dass sie kostenfrei mitmachen können. Ja, das finde ich Das also eine wäre ganz, wirklich, ganz wunderbare Sache. ja. Und so viel Genau. ich Und mitbekommen habe, hat Petra das ja auch schon initiiert, dass diese Künstler das kostenlos mitmachen können. Und wenn ich an dieses Wochenende oder an diese Zeit denke, wo im Ahrtal diese Künstler sichtbar werden, dann kann das auch ein erster Startschuss sein für andere Regionen, die in ihrer Region deutlich machen, wir reihen uns aneinander und wir sind mit euch verbunden. genau, das klingt alles ganz, ganz klasse. Und du hast gesagt, als Teilnehmerin würdest du erstmal mit dem Buch einsteigen, aber ich bin mir sicher, dass du auch noch andere Ideen hast. Vielleicht hast du noch eine Idee, die du uns noch sagen kannst, die doch zu dem Buch dazukommen könnte. Ja, und zwar habe ich schon mehrfach daran gedacht, ich habe einen unglaublichen Fundus an Bildern, die ich immer mal zu einem Video zusammendrehen wollte, wo so eine Slideshow ist und wo ich Texte in Bezug auf Werte leben dazu gebe. Die werde ich aus meinen Meditationen, die werde ich aus meinen Workshops herausnehmen und aneinander reihen. Und das finde Sehr ich nochmal eine schön. ganz spannende Sache, wo ich selber auch meine Kreativität nochmal ein bisschen herausfordern kann. Und ich brauche sie noch eigentlich gar nicht herauszufordern. Sie ist einfach da. Ich muss sie nur zusammenlegen. Und bei mir ist immer die Sache, die Technik. Da braucht man, bis man sich einarbeitet, immer ein bisschen länger. Und mit meinen 65 Jahren hatte ich eigentlich gedacht, ich habe sehr viel Geduld gelernt im Laufe des Jahres, aber ich merke immer mal wieder, dass an der Da gibt Stelle es noch meine Training. Geduld irgendwo manchmal an die Grenze kommt, Ja. zeitlich bedingt. Aber es macht so eine Freude, A, Neues kennenzulernen und B, das umzusetzen, was einem auf dem Herzen liegt. Und da werde ich auf jeden Fall dran gehen. Und das wird sicherlich dann auch noch mal ein paar Meter mit sich bringen. Da bin ich ja schon ganz interessiert dran, was da noch so alles dabei rauskommt. Vielen herzlichen Dank, liebe Ulrike, für den Bericht und für die Einführung in euer tolles Buch. Ich bin schon ganz neugierig drauf und wünsche euch alles Gute, auch Erfolg für das Buch und freue mich im Laufe des Jahres noch von dir eine ganze Menge zu sehen. Natürlich könnt ihr alles das, was ihr noch wissen wollt über den Kreativmarathon, über die Links hier unten drunter sehen. Also bitte einfach mal informieren und mal sehen, ob euch das auch gefällt. Und wie gesagt, es kann ja vom Strickzeug bis zum Lied alles mit eingebracht werden. Von daher vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr, sehr gerne.